Ja, herzlich willkommen in meinem Krankenhaus wieder zu einer weiteren Folge. Hausmeister hat den Müll geleert, das ist toll. Alle drei, ja, die müssen ja noch geheilt werden. So eine, die können, nee, das ist dieses hier. Moment, die Beleuchtung ist hier. Hier, da ist die Leuchte, genau. So, ist auch eine Art hier, ne, oder? Genau. So, ich habe einen Brief bekommen. Moment, ich komme mal den Brief mal an. Beförderung. Richard Regenbogen. Aha, kann hier zum befördert werden. Ich weiß nicht, soll der befördert werden? Weiterbildungsklasse hat 10% Bewegungstempo, 20% Marketingkompetenz. Bringt das was jetzt genau? Ich, keine Ahnung, ich befördere einfach mal, ich bin nett. So, drei Geister. Ja, wenn Geister und so weiter, weiß. Und hat's geholfen? Das war Nummer zwei. Das geheilt. Guti. Der ist geheilt. Da sind da noch welche. Mit dieser Lappenkrankheit. Cassandra Binge. Hier kommt Orlak Frisur. Okay. Klopf, klopf. Da kommt einer rein. Zum Onkel Doktor. Okay. Okay. Ah ja. So, oh, Moment, ich habe ja hier, das ist noch mal, wo kann ich das genau nachgucken? Arztpraxis ist das genau. Das ist eine Arztpraxis. Bürotisch? Nein, nicht Bürotisch, warte mal. Hier ist auch noch eine Arztpraxis. Alles klar, ja. So ist ja eigentlich dasselbe hier wie da. So. Holistics angewandte Naturheilmittel und Forschung, auch bekannt unter der erstaunlich passenden Abkürzung HANF, öffnet anscheinend eine weitere seiner naturheilkundlichen Einrichtungen für Leute mit mehr Geld als Gehirn. Zum Glück verfügen sie im gleichen Maße über beides. Bam, 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 bam. Ghostbuster, yeah. Privat. Belohnung, Bonus 10.000. Aha. Freigeschaltet. Lobolog, was Poster, Erleuchtung. Geschätzter Krankenhausleiter. Ein-Sterne-Krankenhaus. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit einem Stern, also einem von maximal drei Sternen bewertet. Ich habe zur Feier des Tages deine Akte aus meinem Mülleimer gerettet.
bauen Sie Ihr Unternehmen in Hogsport weiter aus, um hier noch mehr Ruhm, Reichtum und Schnickschnack zu ernten. Wenn Sie es eilig mit der Expansion haben, können Sie auch ein neues Krankenhaus in Lower Bullocks eröffnen. Sie haben ganz allein die Wahl. Mit wohlriechenden Grüßen, so und so. Okay, fortfahren. Kudosch kann nicht gekauft werden. Man muss es sich verdienen. Ja. Okay. So, warte mal. Zimmer. Ah, jetzt habe ich Apotheke, allgemeine Diagnose, Station, Pausenzimmer, Toiletten, Erleuchtung. Krankenpfleger zur Apotheke, bitte. Objekte, eine Bank, aber das ist ein Poster. Erleuchtung. Kann ich das Poster hier machen an der Wand? Ah ja, gucke mal. So, mach ich das da mal hin. Haha. ein Zimmer, eine Ärztin. Hier ist im Moment niemand. Da ist ein Arzt. Ärztin. Krankenhauspfleger. Der macht Pause. Okay, er kommt die. Er was? Hausmeister zur Reparatur des Medikamentenmixers, bitte. Okay. Lola Pong. Vielleicht könnt ihr noch so ein Zimmer bauen hier. Gute Neuigkeiten, wir haben insgesamt von 50 Patienten geheilt. Mit jeder geheilten Person und so weiter. Ja. Es folgt jetzt unser neues Format Beetlewolfs Bewertungen. Heute nehme ich das neue Gourmet-Restaurant Le Soufflé Triste unter die Lupe. Welch ein Genuss für den verwöhnten Gaumen. Das Straußenrührei auf blanchiertem Toast ist ein ganz besonderer Genuss. 4 von 5 Salzstreuern. Was heißt das jetzt da? Neue Level 1. Was heißt das? Ich weiß es nicht. Ich werde das zur Sicherheit mal speichern. Bevor ich da drauf klicke. Zurück zur Karte. Ach, das ist dann wohl die neue Level 1. Willst du das aktuelle Krankenhaus verlassen? Nein. Okay, das ist das also. 1 heißt wohl erst ein Stern, ne? Oder so. Ich habe im Moment nur ein Automat für Essen, ein für Trinken. Wobei so ein eigenes Zimmer, wenn Platz genug ist, kann man ja 2 Geräte da reinstellen, können 2 Ärzte da bedienen und so. Braucht man kein neues Zimmer machen. Nur dieses Teil hier, das dürfte eng werden. Welchen aufheben? Okay, Moment. Okay, die guckt da die Akten durch. Gut. Mm.
eigentlich? Ja. Hallo, da fehlt jemand. Am Empfang fehlt jemand. Wo ist denn die Person? Auf Klo oder was? Für den Notfall. Warte mal, einstellen. Er ist Assistentenhausmeister. Was war das denn nochmal? Krankenpfleger, Assistenten, ein Arzt wurde der Arztpraxis verlangt. Radio Two Point. Unsere rasende Reporterin Sally Fick Blanket ist gerade mit ihrem Kamerateam von einer Reportage zurückgekehrt. Allerdings weiß ich nicht, worüber sie berichtet hat. Kein Mensch sagt mir hier auch nur irgendetwas. Warte mal, Zimmer, Objekte. Ich mach mal hier noch Bank, genau. Warte mal. Moment. So. Da kommt noch eine Bank hin. Sohle. In der Apotheke wird ein Krankenpfleger benötigt. So. Ein Krankenpfleger. In der Apotheke wird ein da ist doch einer drin. Krankenpfleger zur Station, bitte. Okay. Wo läuft denn der jetzt wieder hin? Ach, guck dir das Bild an. Blink, wieder 5000. Jetzt kommt er hier. Diagnose plus 99%. Das ist doch mal ganz gut. So, jetzt muss er ja dahin. Er geht nicht dahin. Na, er setzt sich hin. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Ja. Hausmeister. Macht Pause. Der holt sich auch was da zu trinken. Ich habe Post bekommen. Posteingang 2. Wieder was mit Beförderung. Schon wieder. Theresa Flop. Ich befördere sie mal. Notfallstation. Kevin und viele Meter mit einer eigenen. Sollten wir sie. Winkel, Belohnung, wollen wir sie bei selten aufnehmen? Herausforderung. Heile 5 Patienten mit Bettengesicht. Okay, ich kann es ja mal versuchen. Patienten treffen jetzt auf der Station ein. Stationspatienten treffen ein. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Oha, 4 Stück gleich. So. Ach Gott. Das dauert so lange hier.
Termin. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Ja. Oha. Zimmer, Objekte, Moment. Warte mal, habe ich hier denn? Nein. Zimmer. Aber müsste ich doch. Ein Arzt wurde in der Arztpraxis benötigt. Oh Gott, das ist so viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trinken Sie Moose Juice. Den gesündesten Drink, der mit Geld zu kaufen ist. Nur die glücklichsten Freilandelche aus kontrolliert. Oh Gott. Werden in unseren Entsaftungsanlagen verarbeitet. Warum kann ich keine Betten? Da sind keine Betten drin. Da sind keine Betten. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Ja. Ich finde jetzt diese Betten nicht mehr. Das ist komisch. Station. Vielleicht sollte ich noch mal eine Station bauen. Da hat die vergrößern vielleicht. Auswählen, Panelfokus wechseln, Zimmer umbenennen. Nein. Ach, Bett, da ist ja Bett, gucke mal. Aber noch eins kriege ich da nicht hin, ne? Ne. Ja, das ist schade, dass man die da nicht. Das passt da nicht zu wissen. Ja, warte mal. Was ist denn hier jetzt wieder? Sonst eigentlich ein bisschen größer machen, aber kriege ich so nicht hin. Okay. Kopieren. Krankenpfleger zur Station bitte. Anpassen. Ah ja, anpassen. Böden. Ich möchte Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, einige Hinweise zu passender Wortwahl geben. Es handelt sich um eine öffentliche Dienstleistung meinerseits, die ich mit keinem Mangel an Demut verrichte. Ja, hier. Auch würde ich selbige gern auf den Bereich der korrekten Aussprache ausdehnen. So fürchte ich, Ihre unterentwickelten Stimmbänder machen diese Herausforderung zu einer Sisyphus-Arbeit. Warte mal. Okay. Nein. So.
kommen noch mal die Betten hier rein. Okay. Betten. Das ist wohl zu eng dann. So. Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten. Und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Ob ich das so habe? Nee, das ist dann genau zu eng. Dann mache ich das einmal so. Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. So. Erbrechen? Nein, nicht erbrechen. Ach, warte mal. So. So. Okay, hier sind ein paar Betten mehr. Was habe ich denn da jetzt wieder? Sondermeldung. Leider haben wir nicht genügend Patienten der Gruppe geheilt. Das hat unseren Ruf geschadet und wir erhalten keine Belohnung. Ja gut. Ein andermal. Dafür habe ich jetzt erstmal schon vorweg gesorgt hier. Genug Betten. Gut. Er ist Krankenpfleger. Warte mal, einstellen. Vielleicht noch mal einen Krankenpfleger. Bitte setzen und nicht hetzen. Ja. Okay. Ich nehme mal einen Bernhard als Krankenpfleger noch mal hier. So, setze ich da ab. Okay, dann haben wir zwei jetzt in dieser Station. Hallo? Du sollst doch. Wo geht er denn jetzt hin? Nee, der eine ist da. Oder was? Hä? Nee. Heute habe ich nur ein einziges Wort für Sie. Okay. Hosen. Man sollte sie immer tragen. Sie schützen vor Sonne und dem Knubbelknie-Syndrom. Beherzigen Sie meine Worte, verehrte Hörerinnen und Hörer. Okay, auch ein paar Leute mehr jetzt hier. So, auf was wartest du? Muss in die Apotheke. Gut. Die will in die Apotheke. Wir bitten unsere Patienten, uns all ihre Geheimnisse anzuvertrauen. Im Namen der Medizin versteht sich. Moment. Ein Hausmeister wird für die Reparatur des Deluxe-Leuchters benötigt. Nee, wenn muss ich vielleicht erstmal das Zimmer anklicken oder wie und dann? Objekte. So. Moment. Nein. Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Easy-Scans verlangt. Was heißt hoch? Aha. Nee, Objekte.
eine Schrank, das andere ist da. Ne, wo ist denn das andere alle? Moment. Ach, das Ding ist hier, Medikamentenmixer. Wieso kann ich das nicht nehmen? Merkwürdig, das kann ich nicht nehmen. Vielleicht muss ich eine neue Apotheke bauen. Aber so vom Platz her habe ich doch noch Platz da, aber. Spieler werden gebeten, ausreichend zu trinken. Okay. Ein Arzt zur Entleuchtungsklinik, bitte. Gut, hier ist die Arztpraxis. Da warten zwei. Ah ja, hier, gucke mal. Ja. Gesundheitsinspektion. Bla la 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 la. Herausforderung, beeindrucke den VIP mit einem tollen Krankenhaus. Belohnung 5000. Ich kann es einmal versuchen. Objekte. Nein. Warte mal, Pflanzen. Passt da nicht hin. Okay. So. Der Gesundheitsinspektor ist unterwegs. Bitte sehen Sie gesund aus. Bitte sehen Sie gesund aus. Harrison Wolf, die einsame Stimme der Vernunft. Und ich bin hier, um all euch wachsenden Zuhörern da draußen die Wahrheit zu verkünden. Öffnet eure Augen und findet heraus, was wirklich vor sich geht. Aber zuerst Musik. Okay, wir haben wieder eine Preisverleihung. Wer gewinnt was? Wir schauen mal. Wir öffnen den ersten Brief. Jawoll. Wir öffnen Brief Nummer 2. Krankenpfleger. Juhu. Macht auch wieder 5000. Und gut, da sind die anderen. Wo auch immer die sein mögen. Und der nächste Preis geht an Orbi-Stiftung, alles klar. Und die nächste. Jawohl, Arbeitgeber des Jahres. Das sind wir, wie schön. Und wer kommt jetzt? Holistics, kenne ich nicht. Okay. Und wieder Jumbo. Immer diese Jumbo-Heinis da. Gut. Es wird gespeichert, das ist gut, dann kann ich das halt auch hier aufhören. Das Jahr
Ja. Gut, ich habe 310.000. Ich nehme noch ein paar Pflanzen hier. Pflanze, Pflanze, Pflanze. Die ist am Tanze. Ja, was ist denn hier vorne wieder los, Mann? Moment. Notfallapotheke. Was? Der neueste Internettrend führte dazu, dass viele Leute in County Textmaker verspeisten. Dadurch sind vermehrt Krankheiten aufgetreten, die in der Apotheke behandelt werden müssen. Eine Gruppe von Betroffenen hofft auf Behandlung. Sollten wir diese Patienten erfolgreich behandeln, winkt uns eine Belohnung. Wollen wir sie aufnehmen? Wollen wir sie reinlassen? Ich kann es auch mal versuchen. Patienten treffen jetzt an der Apotheke ein. Ja. Aber ich mache das dann in der nächsten Folge. Ich wollte es sowieso beenden. Also, dann mach's gut. Mach dir einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Und bleib gesund, ne? Bis zum nächsten Mal hier in meinem Krankenhaus. Bye, bye.